Was geht ab, meine werten Freunde? Und willkommen hier zurück in Splatoon 2 zur Kalmar-Senal-Küste. Okay, ja. 2 Anchovium und 800. 2 Anchovium und 1000. Und hier, 500, 500. So, ich mag diese Robobomben. Die sind geil. Deswegen hole ich mir die jetzt auch mal. Klick. Und links unten haben wir nämlich jetzt hier unser Auswahlmenü. Ziemlich cool gemacht. Normalerweise hat man ja da seine Towns. Diese, Towns ist ja nicht. Ist ja mehr so ein, hey, hier zu mir und hey, ja, habt ihr cool gemacht. Oder hey, guck mal da oder sowas. Das ist ja normalerweise der Standard. Und jetzt gehen wir zum Saugnapf-Ausguck. Vorher waren wir im Tentakel-Vorposten. Stimmt, wurde, glaube ich, nie erwähnt. Der Saugnapf-Ausguck. Fancy. So, und da schauen wir uns auch gleich mal um. Als erstes auf jeden Fall wieder die Karte und das Anchovium suchen. Was war das jetzt gerade? Wieso hat sich meine eine Festplatte, beide externen Festplatten haben sich gerade abgekoppelt. Einfach so, just random things, ne? Ich habe nur keine Ahnung warum. Wenig Tinte. Okay. Wir sollten auf jeden Fall erstmal alles einfärben, weil wir wissen ja, diese Karte, die kommt ja wieder durch diese abhauenden Ballons. Ich habe nur keine Ahnung, wo der lang geht. Weiß ich. Digga, nerv nicht. Ich bin in der Aufnahme. Chill mal auf deine Base. Ja, andernfalls muss ich gleich mal gucken, dass ich die einfach abklemme oder so. So, hier ist schon mal der teilende Ballon. Oh Gott, das nervt mich. Wartet mal ganz kurz. So, Absinthe. Mann, was ist denn mit meinen Festplatten los? Die sind doch gar nicht so alt. Auch erst 2 Jahre oder so höchstens. Ja, nicht mal. Die eine ist irgendwas ein bisschen über ein Jahr alt. Vielleicht anderthalb. Die andere ist weniger als ein Jahr alt, weil ich mir erst viel später zugelegt habe. Um dann meine Sachen viel besser aufzuteilen. Achso, da. Zack. So, wieder 5 extra Points. Ich weiß sowieso nicht, was mit denen los ist. Also, wenn ich Videos render, muss ich die prinzipiell abmachen, weil ansonsten disconnecten und connecten die ganze Zeit ununterbrochen. So, das Anchovium haben wir schon mal. Also ich weiß wirklich nicht, was das ist. Es geht mir auf jeden Fall tierisch auf die Nerven. Weil ich kann währenddessen halt dann keine Thumbnails erstellen, was ich normalerweise mache, wenn ich die Videos render. Also ich weiß echt nicht, was ich da jetzt noch machen soll. Mir gehen da langsam tatsächlich die Optionen aus für. So, da oben müsste der Ballon gerade gewesen sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber wir sind noch nicht fertig mit Einfärben. Und mit erkunden. Also ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen die Welten freischalten und den ganzen anderen Stuff holen. Hier kann man auch hoch, genau. Der Wand und dann in der anderen auch noch. Ah, okay. Da geht's rüber. Okay, das damit, also das, das war cool. Eigentlich. Offen. Okay, nee, es sind nur rote. Der da auch. Da ist nochmal ein roter. Achso, guck mal da. Kann man hoch. Dann außen rum gehen. Ah, ich hüpfe, glaube ich, einfach rüber. Wie soll man denn da hochkommen? Achso, von da drüben. Von da drüben. Kann man von hier aus wirklich darüber hüpfen? Das wäre mega lustig. Keine Chance. Ah, der Grüne war der, der verschwindet. Scheiße. Okay, 2 bewegende. Haben wir, haben wir. Irgendwo da hinten sind 3. Ach, da. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Schade. Okay.
Okay, dann gehen die schon mal hier hin. Also müssen wir gucken, dass wir hier auf jeden Fall mehr einfärben. Vielleicht wollen die ja nochmal woanders hin. Vielleicht auch hier hoch noch. Das kann auch sein. Weil da ist so eine Ablage. Oder hier in die Mitte. Das kann natürlich auch noch sein. Aber ich vermute mal eher hier hin. So. Okay, das war vielleicht gar nicht mal so schlau. So, ah, nee, hopp. Nein, ich hab zu spät B gedrückt. Und flupp. Jetzt aber. So, und hier wird dann wahrscheinlich der letzte Ballon sein. Aber von hier sollten wir darüber kommen, oder? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Nicht mal knapp. Na gut. Dann müssen wir außen rumgehen. So, aber jetzt müssten wir eigentlich soweit alles haben, dass wir den Ballon machen können. Der taucht auch jedes Mal, wenn man ihn nicht geschafft hat, recht schnell wieder auf. Also ganz kurz warten, dann ist er wieder da. So, einmal zack. 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 Und zack. So, dreifach. Zack, zack, zack. Ja, tatsächlich da oben. Sehr gut, auf jeden Fall vor. So, und tatsächlich dann nochmal hier oben. Zack. Jawohl, die Karte. Haben wir gut geraten. So, willkommen im Oco Canyon. Zack, Sticker Nummer 2. So, ein Level haben wir bereits auch frei. Level 7 ist das Ganze. So, dann können wir jetzt hier nochmal hoch. Und noch ein Level freischalten. Ja, das war klar. Sah schon so auffällig aus. Level 9. Dann haben wir hier drüben noch was. Da können wir von dem aus hin. Bin mal gespannt, ob ich die Bombe gut sinnvoll einsetzen kann. Was haben wir denn da noch? Punkte? Nein. Ach, hier kriegt man die Coupons. Okay, Coupon erhalten. Zeigt diesen Coupon Schrippi auf dem Inkopolisplatz. Hm, das sieht aus wie ein Coupon von Schrippi Snacks. Geh doch mal zu Shrimpson, auf dem Inkopolisplatz, da kannst du dann ihn einlösen. Der hat da wirklich leckere Sachen. Natürlich habe ich jetzt wirklich, ja, Hunger, das war ja klar. Hm. Ja, ich krieg auch langsam wieder Hunger. So, ein bisschen Zeit für Mittag langsam. Eigentlich. Weil eigentlich will ich noch gar nicht essen. Ich will eher zocken hier, ey. Weil so geil ist. So, hier haben wir nochmal was, genau. Also hier gibt es halt 6 Elektrowälse. Und das, also 6 waren es, nicht 7. Das wird sich dann auch durch die ganzen restlichen Welten jetzt noch ja, durchziehen, sag ich mal. Dass wir halt pro Welt dann tatsächlich 6 Level haben, die wir dann durchspielen können. Oder eher müssen, bevor wir dann zum Boss kommen. Und das geht dann immer so weiter. Ziemlich coole Level auf jeden Fall sind dabei. Also da gibt es schon wirklich echt ein bisschen sehr, sehr schöne Sachen. So, welche Level haben wir jetzt? Die 5, 6, 7, 9. So, dann müsste da hinten noch irgendwo die 4 sein. Dann fehlt noch eine Nummer. Eine große Nummer. Und zwar dieser Raccoon-Style-Play, der fehlt dann auch, ja. Naja, so sieht's aus. So, zack. Adiop. Ganz gediegen rüber gechillt. Nein, nicht gejumpt, gechillt. Wir sind so cool, wir chillen halt einfach darüber. Und da in der Mitte ist der letzte. Flup. Flup. Und swing. So. 4, 5 und so weiter. So, gehen wir zum ersten Level. Und starten das. So, mal schauen, wie weit wir kommen. Zack. In Violett. Mit einer Vorgabe von Arti. Da steht bei dem Level-Titel nämlich immer dazu. So, nimm bitte das hier, so kannst du nützliche Daten für mich sammeln. Der Heldenroller verspritzt mit ZR am Boden breit gefächerte Tinte.
Drückst du im Sprung ZR, spritzt die Tinte weiter, aber nicht so breitflächig. Und wenn du ZR gedrückt hältst, färbst du beim Laufen den Boden ein. Wir wissen, wie der Tintenroller funktioniert. Danke. Oh, weiter geht's. Ja, unsere Farbverbrauch ist natürlich extrem hoch. Guck mal, hier, die Checkpoints sind tatsächlich auch so ein bisschen Tinte. So, ach, ich hab den Levelnamen nicht vorgelesen, ich glaube. Rollonium. Schlitz. Aus Frust laufe ich jetzt runter. Nee, ich weiß nicht, was es gerade war. Irgendwie hat die Steuerung gehakt. Zack. Ey. Hey. Ich will dich schlitzen. Schlitz. Mit so einem Schwert. So, das sind hier Bürsten. Die, wir sollten jetzt eigentlich mitten in der Luft stehen. Die fahren halt immer rüber und färben Tinte ein. Die kann man halt auch nicht kaputt machen oder irgendwas. Schlitz. Daneben. Und der ist hier unbegrenzt. Bams. Perfekt. So, einmal rüber hier. Wenn du Rollonium triffst, lädst du es mit deiner Farbe auf. Was haben sollten wir noch nicht, theoretisch. Dann muss ich den Levelnamen danach jetzt sagen. Tut mir leid. Ich war darauf fixiert, das mit Arti zu sagen. Nee, hier ist nichts versteckt. Nee, gar nicht. Oh. Tatsächlich nur ein paar Punkte. Interesting. Und Schlitz. Und Schlitz. Ey, der hat uns getroffen. Der fiese Harald. Ja, ich weiß. So soll man das machen, damit halt. Zack. Damit halt, großflächig das Ganze gemacht wird. Autsch. Ich habe nicht gedacht, dass sie so weit runterhüpfen. Zack. Checkpoint aktiviert. Check the point sozusagen. Schlitz. So. Ein Oktobomber. Ah, hier, guck mal, mit unbegrenzten Zusatzeffekten. Oh, Mist. Ist wohl doch nicht so gut gegen Lufteinheiten. Das Rollonium. Zack. Überrollt. Und daneben. Oh, was? Daneben. Was? Okay, genau zielen. Ausrichten und Feuer. Und Schlitz. Weggeranzt. So, das sollten wir auch nicht verpasst haben. Upsala. Da unten ist eine Fläche. Sag mir jetzt nicht, da wäre was. Kann ich von hier aus theoretisch? Da ist wirklich noch was. Oh Scheiße, ich glaube, wir haben was verpasst. Wir kommen jetzt natürlich nicht mehr zurück. Ja, da muss ich das Level normal spielen. Ich glaube, ich keep einfach rollen. Weil der Roller ist geil. Das könnte ich wehtun. They see me rolling. They hating. Ich habe keine Ahnung, wie der Text weitergeht. Hauptsache, der Typ ist weg. Schande über mein Haupt. Ich habe tatsächlich was übersehen. Und wenn es nur Punkte sind, ist ja egal. Oh nein, es gibt Werfer davon. Und Schlitz. Also der wirkt jetzt auf mich eher ein bisschen mehr so deppenhaft. Ja, war klar. Kann man natürlich zurückwerfen. Ist aber super dämlich, weil die sind ein bisschen dämlich eigentlich. Können wir mal unsere neue Bombe ausprobieren. Und flupp. Wenn man die mit einem Nahkampfangriff töten möchte, die haben von hinten so ein Pickel-ähnliches irgendwas. Und das Ganze kann man dann angreifen und dann, ja, ne? Werden wir bei denen, glaube ich, sehen.
it hurts. Die sprechen auch irgendwie immer Englisch. Warum weiß ich aber auch nicht. Wir sind auf jeden Fall ziemlich stark. Und ich weiß eine Sache auf jeden Fall, wo sie versteckt ist. Und zwar da hinten. So, das ist wieder Boden, den wir nicht einfärben können. So, und die fahren natürlich auf Bürsten. Wie soll es auch anders sein? Oh, wir dürfen von denen nur nicht überrollt werden. So, und da ist der Weak Spot. Oder sind die einfach allgemein dann... Ich glaube, die sind auch allgemein schwach, aber... Ich kann mich irgendwie entsinnen... Oh, Tinte. Wenn man die von hinten besser killen kann, vor allen Dingen von vorne trifft man die halt nicht so gut wegen dem ekligen Spucke, was die da die ganze Zeit machen. So. Alle weg. Jo, alle weg. Wir müssten eigentlich wieder voll in der Luft sein. Da haben wir die Karte. Nein, kriegen wir dich noch? Oh ja, ganz knapp. Das war jetzt echt knapp. So, und ich glaube, das Anchovium haben wir tatsächlich verpasst. Weil das noch nicht mal der letzte Checkpoint ist. Also mit Glück waren es nur Punkte, die wir gerade verpasst haben. Mit ganz, ganz viel Glück waren es nur Punkte, die wir da verpasst haben. Ich hoffe, es waren nur Punkte. Aber wartet mal, wir gehen nochmal zurück, sicher, sicher. Also. Falsche Bombe. Immer hier unten hinwerfen, weil ich hatte ja, glaube ich, mal erwähnt. Ja doch, klar, im ersten Part sogar. Dass hier versteckt... manchmal welche sind. Deswegen bin ich immer misstrauisch. Meh. Die Bombe ist nicht auf unserer Seite. Hey, kleiner mieser Hacker. Das hätte ins Auge gehen können. Jo. Ist es aber nicht. So, letzter Checkpoint. Ich weiß gar nicht, ab welchem Level man das nämlich wirklich irgendwie sehen kann. Also ab welchem Level das tatsächlich vorkommt, weiß ich nicht. Nochmal ein bisschen Armor auf Doom. Das war knapp. Jawohl, geschafft, bevor die Bombe gedroppt hat. Die N-Bomb. Yes! Und zack, Bams. Passen, dass wir nicht gleich drauf gehen. Zack. Nochmal zack. Yeah. Aber wir können ja auch einfach überrollen. Okay. Also das war jetzt einfach. Und wir sind tatsächlich beim Elektrowetz, also haben wir... Ich weiß aber wenigstens, wo er ist. Ist ja schon mal etwas. Klatsch. So. Das heißt also, im nächsten Part werden wir dann, werde ich nochmal kurz bis dahin laufen. Da werde ich dann den Part starten. Und... Lass mich mal in dein Waffenlogbuch schauen. Och Mensch, sehr gut. Mit den Daten lässt sich bestimmt was anfangen. Ich bin mir sicher, du wirst mir noch mehr interessante Daten für diese Waffe liefern. Je mehr Daten ich bekomme, desto schneller landet sie im Angebot. Viel Erfolg weiterhin. Heldenrolle halten. Du kannst diese Waffen mit etwas Anchovium und Fischeiern an den Kalmarsenalkisten verbessern. So, eine Anleitung zum Aufbau eines eigenen Foodtrucks. Sie sieht recht neu aus, aber jemand muss in der Nähe mit... einer Fritteuse hantiert haben. Das Papier ist fertig. Alles klar. Und damit würde ich sagen, vielen Dank. Ah ja, du kannst zwischen den Zonen wechseln, indem du X die Karte aufrufst. Ich weiß. Ich weiß. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertung da. Für den Fall, dass ihr keine Verfassungsdruck auf abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bis zum Direct Concept Play und ciao.